Für wie lange wurde Sam Bankman zu Gefängnis verurteilt? Was sind die heißesten RWA-Token? Bedeutet der Marktrückgang, dass wir wieder runtergehen? Was kocht Mockaverse für seine Community? Mein Name ist Kate und heute werde ich die heißesten Krypto-News ausplaudern. Bevor wir eintauchen, denken Sie daran zu abonnieren, dieses Video zu liken und bis zum Ende zu schauen für einen Marktüberblick. In letzter Zeit ist die Krypto-Community wegen RWA-Token, realen Vermögenswerten, in Aufruhr. Diese bösen Jungs sind digitale Darstellungen von physischen Vermögenswerten wie Währungen, Rohstoffen und sogar Anleihen. Angesichts ihrer potenziellen Marktgröße, die in die Billionen geht, ist es kein Wunder, dass Investoren ihnen nachstreben. Werfen wir also einen genaueren Blick auf einige führende Münzen. An erster Stelle ist Trade, ein revolutionäres Projekt, das die Forderungsfinanzierung mit seinem dezentralen, Blockchain-basierten Protokoll umgestalten möchte. Es ist, als bringt man Wall Street zu ihren Fingerspitzen, ohne steife Anzüge, Papierkram. Nun wollen wir Pollux applaudieren. Dieser erfahrene Spieler macht Wellen mit seiner institutionellen, genehmigungspflichtigen Blockchain Polymesh. Es rationalisiert veraltete Prozesse und erleichtert den Zugang zu neuen Finanzinstrumenten, indem es Herausforderungen in Governance, Identität, Compliance, Vertraulichkeit und Abwicklung angeht. Speziell für regulierte Vermögenswerte konzipiert, ist es wie Fort Knox der digitalen Welt, sicher, zuverlässig, bereit. Vergessen Sie nicht Rio, den unbekannten Helden, der die Realio-Plattform unterstützt. Eine End-to-End-Blockchain-basierte SaaS-Plattform für digitale Wertpapiere und Kryptoassets. Realio vereinfacht das Investieren, Handeln und Nutzen von exklusiven Immobilien, Private Equity und anderen realen Werten durch dezentralisierte Finanzen. Es ist, als hätte man seinen Finanzberater, der einen durch das Labyrinth der Kryptolandschaft führt. Zu guter Letzt ein Blick auf Elon RBUA. Dieses Token, auf der Basis gestartet, zeigt den Wert der ursprünglichen ikonischen Skizze von Elon Musk. Manche sagen, es ist nur ein Meme, doch das ist falsch. Es symbolisiert reale Werte und repräsentiert eine bekannte Figur in der Kryptowelt. Diese Kombination wird den Kryptomarkt erschüttern. Einige der größten Influencer behalten dieses Projekt im Auge und entfachen Hopium bei zukünftigen Investoren. Höchstwahrscheinlich gibt es auch Projekte auf der Basis, wertbeobachtet zu werden. Höher, niedriger, Horst. Sie selbst, immer Dior. Was hältst du von dem RWA-Trend? Teilen Sie in einem Kommentar unten die RWA-Token, in die Sie investieren. Erinnere dich an das Minispiel auf Telegram, Mining, Notcoin? Die Aufregung ist bemerkenswert, da die Telegram-Münze sich auf der Ton-Blockchain zum Debüt vorbereitet. Mit Nutzern, die auf den Airdrop warten, ist es wie das Warten auf den Weihnachtsmorgen. Die Spannung steigt, da die Krypto-Community über den Listenpreis spekuliert. Wird es bis zum Mond hochschießen oder auf die Erde abstürzen? Nur Zeit wird es zeigen, aber wir sollten nicht zu weit vorwegnehmen. Wir haben noch unerledigte Geschäfte. Gerechtigkeit ist geschehen. Erinnerst du dich an das FTX-Versagen? Sam Bankman, der CEO, stellte sich der Musik, weil er angeblich 8 Milliarden Dollar von FTX-Kunden abgezweigt hatte, wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Die FTX-Geschichte lehrt uns, nicht deine Schlüssel, nicht deine Münzen. Sei stets vorsichtig. Wir sind froh, SBF wurde im letzten Bärenmarkt zurückgelassen. Hoffentlich gibt es jetzt keine schlechten Charaktere, die Gelder verwalten. Also, was haltet ihr von der ganzen Saga? Äußert euch in den Kommentaren unten. Oh, und da wir bei Kommentaren sind, steht die Bitcoin-Halbierung kurz bevor. Fühlen Sie sich außerhalb der Schleife? Sehen Sie unser vorheriges Video, um die saftigen Details zu erfahren. Und während wir beim Thema Bitcoin sind, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine Einkaufstour. Der Markt durchläuft einen kleinen, gesunden Rückschlag. Schließlich weiß jeder Investor, dass Kaufen beim Rückgang Teil des Spiels ist. Teilen Sie uns Ihre neue Bitcoin-ATH-Prognose mit. Lass uns Mochaverse besprechen, die NFT-Mitgliedschaftskollektion von Animoca mit 8x8x8 einzigartigen Mochas. Die Sammlung ist seit Ende 2022 auf dem Markt und jetzt warten alle Inhaber auf den Start ihrer einheimischen Münze. Mocha. Der Verkauf ist vom 3. bis 7. April. Das Event ist riesig, da Animoca, das größte Web3-Spieleunternehmen, für den Aufstieg großer Titel in Krypto verantwortlich ist. Wer es schafft, Mocha günstig zu erwerben, könnte sich als nächster Kryptomillionär erweisen. Marktüberblick. Gesamtkapitalisierung bei 2.614 Billionen Dollar. Und es zielt auf neue Höchststände. Das letzte war bei rund 3 Billionen Dollar im November 2021. Das Volumen beträgt 129,94 Milliarden Dollar und es ist um etwa 1,5% in 24 Stunden gestiegen.
Der Bullenmarkt ist günstig für neue Projekte, daher gibt es viele Notierungen. Seit dem letzten Bitcoin-Tief hat sich die Projektanzahl um fast 4.000 erhöht, was den guten Marktzustand trotz jüngster Rückgänge zeigt. Lass uns den Marktkönig, den BTC-Preis, checken. Er sank vom neuen Allzeithoch um ca. 12% auf fast $66.000. Trotzdem ist es viel vom letzten Tief, das bei $15.500 lag. Die Dominanz der Hauptkryptowährung liegt bei 49,6% und bleibt seit Anfang 2024 fast gleich. Das zeigt deutlich, dass das Interesse an dieser speziellen Kryptowährung sehr hoch ist. Was kann? Natürlich, nach den Käufen großer Unternehmen und Investmentfonds ist es genau zu beobachten. Die ganze Maschine begann sich dank Ihnen zu bewegen. Das Interesse an ETFs weckte weitere Steigerungen. Werfen Sie einen schnellen Blick auf die Alts und ihren König, Ethereum. Eths Preis fiel um 21% vom letzten Hoch, liegt nun bei etwa $3.300. Aber dennoch liegt seine Dominanz bei etwa 15%, was auf Interesse am Netzwerk hindeutet. Dies ist auf die Zunahme der Anzahl von L2-Blockchains und Projekten zurückzuführen, die auf der Ethereum Virtual Machine, EVM, basieren. Das letzte Upgrade in dieser Kette senkte Preise bei anderen, die mit Ethereum-Blockchains integriert sind. Die meisten von Ihnen implizieren dieses Upgrade: Base, ZK, Sync, Arbitrum, Optimism und so weiter. Aber es gibt auch Ketten, die es nicht geschafft haben, wie Scroll, wo die Preise für Swaps, Brücken und Überweisungen je nach Gaspreisen etwa 1 bis 2 Dollar betragen. Nun, der gesamte gesperrte Wert auf den Ketten zeigt, welche Blockchains verstärktes Interesse wecken. Dies hilft, nach interessanten Investitionsvorschlägen zu suchen, birgt jedoch auch Risiken in Bezug auf Betrugsprojekte, die versuchen, uns das Geld abzunehmen. Neben Ethereum, das den Markt bei TVL dominiert, haben wir auch das bekannte Tron, Binance Smart Chain, Solana, das kürzlich großes Interesse erlebt, Arbitrum und die neue Kette Blast, die enorme Kapitalisierung und Interesse erreicht hat. Wir können auch ein gesteigertes Interesse an Projekten wie Ton, Merlin, BEVM, Core und Linea, verhasst von Airdrop-Jägern, sehen. Einige dieser Ketten, die jetzt bekannt werden, bieten klar interessante Lösungen und Investitionsmöglichkeiten. Es lohnt sich, sich für die am wenigsten Bekannten zu interessieren. Wie sie in der Kryptowelt sagen, ist früh dran sein der Schlüssel. Der Kryptomarkt ist dynamisch mit stetigen Entwicklungen in Technologie, regulatorischen Rahmen und Markttrends. Während der Markt bedeutende Chancen bietet, bringt er auch Risiken und Herausforderungen mit, was gründliche Recherche und Vorsicht für Teilnehmer erfordert. Die Zukunft der Kryptobranche wirkt vielversprechend, mit Potenzial für mehr Integration ins globale Finanzsystem und breitere Akzeptanz. Nun, Kryptofamilie, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt unsere Reise durch das Krypto-Universum genossen. Vergesst nicht, den Like-Button zu drücken, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu läuten, damit ihr nie Krypto-Klatsch verpasst.